Hallo Horizon-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu unserem gemeinsamen Let's Play Horizon 2, das Ganze auf einer Xbox deiner Wahl, solange es nicht die 360-Version ist. Ihr seht, wir befinden uns bereits im Autoshop, wir geben heute mal richtig Zunder, demzufolge verschwenden wir keine großartige Zeit. Mit großartig von Parkplätzen runterfahren, das sparen wir uns heute alles mal. Heute stehen, ihr seht es auch hier schon im Hintergrund, die Kampfzwerge im Mittelpunkt. Bei der Umfrage haben stolze 593 Leute mitgemacht. Da schon mal vielen, vielen Dank für eure rege Beteiligung. Auf Platz 3 mit 75 Stimmen ist der Fiat Abarth 500 SRS gelandet. Auf Platz 2 mit 86 Stimmen der Renault Clio RS 200. Und auf Platz 1 mit einem doch recht deutlichen Vorsprung, während die anderen Platzierungen sich immer nur durch ein paar Stimmen unterschieden haben. Mit 140 Stimmen der Mini John Cooper Works Grand Prix Edition. Nämlich dieses Auto nehmen wir uns heute mal vor. Kaufen wir mal ganz schnell, kostet nicht allzu viel. Wie gewohnt, ich habe wieder jede Menge Infos zu dem Wagen rausgesucht. Auch ein paar Sachen, wo ich selber sagen muss, ja, habe ich so nicht gewusst. Ich würde mal sagen, Design, gucken wir mal ganz grob durch, ob es irgendwas gibt. Der Wagen hat aber eine Speziallackierung, das kann ich immer vorwegnehmen. Und warum sollten wir dem Wagen diese Lackierung klauen? Demzufolge sparen wir uns das einfach mal. Ihr seht es hier, ne? Das ist die Original John Cooper Works Grand Prix Version für schlappe 39.000 Credits, was ulkigerweise sogar der Preis in Euro ist. Der Wagen kostete nämlich 39.000 Euro. Was macht den Wagen so besonders? Zum einen hat der Wagen eine Limitierung von 2000 Stück. Mehr wurden nicht produziert. Zum anderen, die Bremsanlage, die wir vielleicht hier auch schon ein bisschen sehen. Ja, man sieht es minimal, dass da eine rote Backe da zu sehen ist. Die Bremsanlage ist keine 0 auf 15 Bremsanlage, sondern eine 6 Kolben Bremsanlage. Können wir jetzt denken, holla die Waldfee, wo will das Ding denn hin? Kann der vielleicht vor Kraft kaum gehen? So ist es nicht, weil der Motor, der unter der Haube arbeitet, unter der Vorderhaube, also vorn ist der Motor, nicht hinten, wie beim uralten Mini. Beim uralten Mini war der hinten, ne? Beim uralten Mini war der, glaube ich, hinten, wenn ich mich recht erinnere. Oder war der hinten? Der war schon immer vorn. Was laber ich denn? Der war schon immer vorn. Jetzt habe ich das Ding komplett verwechselt. Meine Ticketacke läuft auch nicht. Was ist denn heute los hier? Unter der Haube arbeitet ein 1,6 Liter Motor mit Turboaufladung. Das Ganze reicht für 218 PS und 260 Newtonmeter. Ich glaube, im Overboost hat der Wagen 20 Newtonmeter mehr. 280, lasst mich lügen. Aber ich glaube, so ungefähr 20 Newtonmeter, das war nicht allzu viel. Overboost ist er, wenn es ein bisschen minimal mehr Ladedruck gibt. Antrieb ist auf die Vorderachse. Was haben wir noch? Ein Sperrdiff hat der Wagen nicht. Der hat auch einiges andere hat der Wagen nicht. Nämlich zum Beispiel eine Rücksitzbank hat der Wagen nicht. Er hat bequeme Recaro-Sitze, er hat eine Klimaanlage drin und ein bisschen Radio und das war's dann schon. Aufpreisliste gibt es nicht. Und was passiert dadurch, wenn man alles weglässt? Es kommt ein richtig geiles Gewicht raus, nämlich bei dem Wagen von 1160 Kilogramm. Da reichen sogar 218 PS aus, um aus dem Wagen eine richtig krasse Rennflunder zu machen. Ich finde, das steht dem Ding eigentlich. Wir gucken aber erstmal, was es hinten auf dem Arsch gibt. Nein, das definitiv nicht. Die Front, kann man das machen? Na komm, machen wir mal so einen Frontsplitter dran. Warum nicht? Können wir halt ein bisschen was anderes mal machen. Es muss ja nicht immer derselbe Kram sein. Die Felgen hingegen finde ich richtig, richtig langweilig. Hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Abhilfe schaffen. Technische Daten weiterhin. Ich meine, der Wagen, da wird bei A irgendwas rauskommen. 0 auf 100, 6,3 Sekunden und die Leistung reicht bis gnadenlose 242 km/h. Dann geht dem Wagen die Puste aus. Dann ist nämlich Schluss mit lustig. Die Minis, das sind richtig, richtig lustige Wagen. Also, mir gefallen die eigentlich. Der Innenraum ist nicht ganz so meins. Mit diesem zentralen Tacho, also da scheiden sich die Geister mittlerweile. Das heißt mittlerweile eigentlich schon immer. So, wir gucken mal. Sowas steht dem Wagen eigentlich von Haus aus. So, 5 Speichenfelgen kannst du eigentlich auf jeden Mini draufballern. Du kannst aber auch schöne BBS draufnehmen. Das sind keine BBS, sehen aber ungefähr so aus. Auch solche Felgen kann man drauf machen. Wenn wir die weiß lackieren, würden die, glaube ich, richtig geil aussehen. Oder rot, so wie die Außenspiegel, wisst ihr? Wir können mal weiter gucken, vielleicht finden wir da was anderes. Ja, man kann natürlich auch so fixe Hamann und sowas, kann man alles drauf machen. Die gefallen mir eigentlich überhaupt nicht. Aber die kann man ja umlackieren, so ist es ja auch nicht. Kasai,
Kann man alles machen. Wir gucken mal hier ein bisschen, vielleicht finden wir noch was Schöneres oder was Hässlicheres. Je nachdem, was zuerst zuschlägt. Die Dinger, die haben eigentlich auch was, ne? Hatten wir Monterrey Racing schon mal drauf auf so einer Hütte? Nö. Dann wird es jetzt mal Zeit. Mach mal drauf. Ja, mehr zu dem Wagen habe ich nicht gefunden. Unterscheidet sich. Das, was halt das Lustige ist, die GP-Version unterscheidet sich im Grunde nur von dem normalen Cooper S. Dadurch, dass das Ding leichter ist. Also wenn du keinen GP bekommen hast, nimm einfach deinen normalen Cooper und reiß alles raus, was keine Miete zahlt. Gut, die Lackierung, die kannst du vielleicht folieren lassen. Und dann hast du auch sowas. Hast du halt einen Fake, aber eine 2000er Limitierung und dann einen Haufen Geld für so ein Auto zu verlangen, finde ich ein bisschen ganz schön übertrieben. Also für 30.000 Öcken kaufe ich irgendwas anderes als ein Mini. Nichts gegen Mini-Fahrer, ne? Mini ist geil, auf jeden Fall kommt erstmal ein Sperrdiff rein, ganz, ganz wichtig. Aber ist ein bisschen zu viel. Also für einen Kleinwagen ist es echt ein bisschen zu viel. So, wir hauen die 6-Kolben-Bremsanlage raus, machen dafür, wie viele Kolben haben wir denn hier? Das sind 4 Kolben, ne? Das sind 6 Kolben, da siehst du also 3 Huckel, das sind 4 Kolben vorn. Ja, komm, wir machen die Bremse schlechter, obwohl sie dann sogar besser wird. Natürlich müssen wir den Wagen ein bisschen Storm Island-mäßig, Cross-Country, ne, das Ding muss runter. Schleif, du Luder, nach wie vor. Ja, ich habe fleißig eure Kommentare gelesen. Zum einen habe ich gelernt, wenn ich eine Rennliga aussuche, dann steht da unten in der Mitte, dieses Auto ist dafür geeignet oder nicht geeignet. Natürlich kommt hier ein Käfig drin. Ich will ja so eine richtige Rennsemmel draus machen. Da gehört ein Käfig einfach dazu. Das habe ich gelernt. Auch gab es das erste Mal so ein bisschen Beef, ja. Man höre und staune, es gab ein bisschen Beef. Ich habe nämlich auf Facebook, hat der Gibbon mit meiner Erlaubnis natürlich, ein Bild von meinem Auto mal gepostet. Ja, und dann ging's los. Ja, ich muss ehrlich sagen, einen habe ich auch persönlich angeschrieben, habe ich gemeint, ah, da, was mache ich denn? Thompson, Komplettaufbau kommt später. Wir gucken erstmal hier, dass wir ein bisschen was rauskriegen. Ich habe es schon gekauft. Der braucht noch manchmal ein bisschen. Einen Lader haben wir drin. Das ist gut. Wir machen mal Nockenwellen rein. Genau, da seht ihr es schon. Wir können richtig schön nach oben drehen. 900 Kilo nur noch. Um den leicht drehenden Motor noch bitte zu unterstützen. Leichte Schwungscheibe. Nee, und da meinten so viele, ja, du hast ja gar keinen Alpina. Das ist ein ganz normaler BMW. Habe ich erkannt, weil er auf der Haube ein BMW-Emblem ist. Ne? Und es wurde gar nicht ein Alpina in Coupé gebaut. Und lauter solche Sachen, wo ich mir sage, Kollegen, manchmal einfach mal Google befragen, wenn man ein bisschen unwissend ist. Geht die Welt nicht von unter? Wir machen mal noch einen Ladeluftkühler hin. Und danach lassen wir den Wagen so, wie er ist. Der Setup kommt hier natürlich drauf. Und sowas geht mir echt so ein bisschen auf den Sack. Ne? Wenn man, ich mache ja auch wieder so 0-15 Setup drauf. Wenn man so ein bisschen, wenn man keine Ahnung hat. Ne? Wenn man halt zum Beispiel nicht weiß, dass, die Alpina-Embleme, die es gibt für die Haube und für den Kofferraumdeckel, die gibt es sehr wohl. Aber die sind alle fake. Die sind alle fake. Es ist nämlich kein Originalbau von Alpina, sondern das ist einfach, da hat Junge da hingesetzt und stanzt die Dinger einfach nach, wie er lustig ist. Und verkauft die dann. Ja, eigentlich müsste es da Probleme geben mit Copyright und solchen Späßen, aber ich weiß nicht, wie sehr Alpina da hinterher ist. Aber ja. Ist halt alles fake. Ne? Demzufolge, Alpinas haben sehr wohl ein BMW-Emblem drauf. Warum? Warum haben die das so? Wir legen den Hobel mal richtig runter. Vielleicht hinten ein bisschen wieder hoch. Machen wir es mal so. Na, damit es nicht ganz so extrem ist. Weil Alpina und BMW, die sind so richtig Bro, weißt? Die sind so richtig, die greifen wie so zwei Zahnräder ineinander. Die arbeiten schon seit Ewigkeiten zusammen. Und im Gegensatz zu anderen Tuningfirmen wie Hartge, Schnitzer, G-Power, die müssen die Embleme runter machen, weil BMW sagt, mit dieser Marke haben wir nichts zu tun. Das ist ein Tuner. Das ist ein Tuner, damit haben wir nichts zu tun. Alpina ist ein eigener Hersteller, die aber richtig mit BMW zusammenarbeiten. Gruß an meinen Nachbarn, der gerade seine Jalousie runtergeschmissen hat. Danke dafür. Was haben wir noch? Wir machen ein bisschen, genau, vorn maximalen Anpressdruck auf die Vorderachse. Das Diff natürlich eine 25er Sperre, 20 reicht aus, 20er Sperre und beim Bremsen gar nichts, weil ich habe vorn einen Antrieb und vorn auch die Bremse und vorn die Lenkung, alles ist vorn und wenn ich bremse, möchte ich, dass nicht irgendwie ein Rad anfängt zu blockieren oder zwei, ich möchte, dass der Wagen ein bisschen mehr in die Kurve reingiert, denn sowas kann es eigentlich mit sowas dann bewirken.
Genau. Und BMW sagt, das ist kein Problem, ihr habt unsere Erlaubnis, unser Emblem zu verwenden. Und das ist eigentlich so wie der Königsschlag schlechthin. So, wir gehen mal raus hier. Lackierung, wie gesagt, würde ich lassen. Ich würde den Original lassen. Die Felgen können wir mal gucken, ob wir sie ein bisschen umlackieren können. Aber selbst die gefallen mir eigentlich. Aber man kann ja trotzdem mal schauen. Genau. Die anderen Tuning-Buden, wie gesagt, Hartgeschnitzer und den ganzen Kram, die müssen die Embleme runter machen. Demzufolge sind da nämlich auch keine BMW-Embleme drauf. G-Power genauso. Obwohl die Felgen eigentlich ganz geil aussehen, ne? Passt das? Das passt doch fast, oder? Das lasse ich so, Leute. Das passt doch wie Arsch auf Eimer. Hä? Hä? Und jetzt noch eine rote Scheibentönung. Ne, die machen wir so ein bisschen leicht grün. Grün ist vollkommen okay. Wir können ja mal ein bisschen mal gucken, ob man das Heck. Aha, da würde er die Dachlackierung verlieren. Das machen wir natürlich nicht. Er soll so bleiben, wie er ist. Auch die Außenspiegel finde ich halt scheiße. Sobald ich jetzt die Haube, ihr seht es auch hier, die Haube in schwarz machen würde, dürfte die Dachlackierung wieder weg sein. Ja, die Dachlackierung ist weg. Auch die Seitenlackierungen sind weg. Finde ich ein bisschen wie blöd. Lassen wir original, wie er ist. Gefällt mir so. Rote Felgen passt zu den restlichen roten Accessoires an dem Wagen. Ja, also da, wie gesagt, ne, wenn man. Es ist ja nicht schlimm, wenn man keine Ahnung hat. Aber dann gleich jemanden hinzustellen, so nach dem Motto, das stimmt ja gar nicht, was du erzählst, das finde ich mies. Sowas finde ich mies. Hat auch der Gibbon gesagt, ja, da musst du und hier und da und ich poste Bilder und Klump und Zeug. Aber eigentlich muss ich mich nicht rechtfertigen. Ne? Ich weiß, was ich habe, muss ich bloß in die Tiefgarage gehen, sehe ich ihn. So, Punkt, fertig, aus. So, genug hier, also auf geht's. Anna. Anna. Autotor fortsetzen. Gut, der Wagen wird relativ interessant zu fahren sein. Weil wir haben den Soundcheck vergessen. Mal gucken, wenn es hier bitte still ist, dann können wir das dann noch nachholen. Weil wir haben sehr viel Leistung nur auf die Vorderachse. Und das fährt sich bis zu den gewissen Leistungsband. Bis zu einer gewissen Leistung, weil ich es gerade sehe. Bis zu einer gewissen Leistung fährt sich sowas ganz spaßig. Ab einer gewissen Leistung wird es einfach nur ein Krampf. Ich meine, das war bei meinem Opel damals, war das genauso. Egal wie viel Leistung du hast, du gewinnst kein Ampelduell. Das kannst du volle Kanne vergessen. Da haben 270 PS nicht ausgereicht, um so einen kleinen Diesel zum Beispiel mal zu versägen. Geht nicht. Wenn er aber einmal lief, dann ging's. Ja, vielleicht immer noch ein bisschen zu hart. Hüpft ein bisschen, aber wir werden einfach mal schauen, ja, welche Rennen wir vor uns haben. Zur Not bocken wir den Kahn einmal wieder hoch. Ja, wie immer, es regnet. Geiles Wetter in Horizon. Fährt sich aber relativ zackig um die Ecke. Bei so Fronttriebler ist auch sehr gefährlich, gerade die Wagen, die extrem leicht sind, dass die Hinterachse, wo gar nichts mehr drauf liegt, dass die immer so tendenziell mitschwingt. Aber nicht positiv mitschwingt, sondern immer probiert. Geile Sache, ich will auch mal vorn sein. So nach dem Motto. Okay, Kurvenlage liegt der Wagen super. Ich habe doch die riesen Frittentäge da drauf machen sollen für ein bisschen Angriffsdruck auf der Hinterachse. Ja, und einfach geradeaus fahren, Olga. Das ist immer noch so fast geradeaus. Nee, aber sowas, wie gesagt, das geht mir bitte auf die Eier. Aber gut, das haben vereinzelte. Viele haben auch ihre Kommentare wieder gelöscht. Fand ich auch sehr, sehr lustig. Weil wenn man eine Meinung hat, dann sollte man auch dazu stehen. Aber ja, nein. Ausblenden, abbrechen und so. Danke. Es wird im Frühjahr, da habe ich schon, eigentlich vergeht mittlerweile schon fast kein Tag mehr, wo ich mir nicht irgendwie den Kopf zermartere. Ich habe vor mit Pupsi zusammen. Im Frühjahr, wenn die Sonne scheint und mal richtig geiles Wetter wieder ist, dass wir mal ein richtig schönes Video drehen. Da habe ich schon richtig viele Ideen. Das soll gut werden. Ihr kennt mich. Wenn ich was mache, dann ordentlich. Und spätestens da sollte man dann sehen auch, dass das, was ich sage, auch Hand und Fuß hat und nämlich auch stimmt. So, Autotor fortsetzen. Wir fahren heute, wo waren wir denn? San Giovanni, Samarin, San Giovanni. San Giovanni geht's heute mal Alter, hin. unser Champion hat eine Ansage gemacht. Wir fahren Jawohl. nach San Giovanni. Jawohl.
So, wir gucken erstmal, welche Umfrage wir das nächste Mal machen. Nachdem viele Leute gesagt haben, Tom, das ist alles so langweilig, weil du bringst sowieso immer nur denselben Scheiß, würde ich mal sagen, wir... Ah, hier sehen wir es auch, aktuelles Auto. Seht ihr das? Ah, wir machen das nächste Mal ein bisschen Offroad. Mal was ganz, ganz anderes. SUV, Extreme Offroad, Offroad Championship. Was machen wir denn da? Komm, wir machen mal Extreme Offroad. Da haben wir so richtig viele Autos drin. Mal kicken. Wie gewohnt, Link in der Videobeschreibung mit drei Stimmen, mit drei Klicks ist deine Stimme im Pool. Zur Wahl steht der Ford Ranger, der steht glaube ich nicht zur Wahl, weil das ist glaube ich Rallye DLC. Warte mal, pass mal auf. Ja genau, das ist Rallye DLC. Gut, der steht also nicht zur Wahl. Dafür steht zur Wahl der Ford F-150 SVT Raptor. Der steht leider auch nicht zur Wahl. Rallye DLC. Dann der Boulder XRS steht zur Wahl. Dann dieser Local Motors Rallye Fighter. Steht der zur Wahl? Lass mal kicken. Den kann ich kaufen. Oder ja, den kann ich kaufen. Den so voll gepasst ist. Der steht auch nicht zur Wahl. Wisst ihr was? Die ganze Liga ist eigentlich für den Arsch, weil hier kaum was zur Wahl steht. Vergessen wir mal. Lass mal die Rallye-Dinger sein. Zürich. Gefällt mir nicht. Offroad Championship. Was haben wir denn hier drin? Hey, hier haben wir neue Autos drin. Siehst du? Nehmen wir da einmal die Kisten. Wenn die einen nicht wollen, nehmen wir halt die anderen. Zur Wahl steht der Hammer H1 Alpha, Jeep Wrangler Rubicon, Ford Bronco, Lamborghini LM002 aus dem letzten Carpack, Land Rover Defender 90 und Subaru Tourette. Tourette ist mit drin. Ja, geile Meile. Also, wie gewohnt, Link, ne, unten, Videobeschreibung, glotzen, klicken, abstimmen, fertig. Das Auto, was sich am schnellsten durchsetzt, das wird dann sofort genommen. Nicht am schnellsten, natürlich auch mit den meisten Stimmen. Gut, wir fahren aber heute Hot Hatches. Hot Hatches, und zwar die ganz, ganz kleinen, die ganz, ganz giftigen, die ganz, ganz bösen. Das ist ähnlich wie bei den Hunden. Die kleinen sind meistens die, die am bösesten sind. Und hier sehen wir auch, ne? Ihr seht es unten, Fuhrparkautos und drunter erschwinglich, Fuhrpark, erschwinglich, erschwinglich. Aktuelles Auto. Bäm, ist er genommen, ist er gefahren. Wir haben die 112 mit der Anna zusammen angerufen. Hat richtig Spaß gemacht. Nur die Olle ist immer noch da. Der Tag hat richtig Spaß gemacht. Die letzten Rennen dieser Meisterschaft waren einfach brillant. Fängt die nächste Etappe dieser Autotour führt uns nach San Giovanni. Und denkt dran, es geht hier nicht darum, Erster zu werden. Oh doch. Genießt einfach die Fahrt. Das wird echt eine interessante Fahrerei. Das Heck darf eigentlich nicht rumkommen. Das können wir aber ganz einfach bestimmen, indem wir bei dem Fronttriebler hier nie großartig vom Gas runtergehen, sondern den auch in langsamen Kurven immer so ein bisschen am Gas hängen lassen. Weil ein Fronttriebler ist eigentlich wie eine Pferdekutsche, kann man so ganz gut beschreiben. Vorn hocken halt die ganze Ackerbeule drin und die ziehen die Kutsche. In Form der Hinterachse hier in dem Fall. Und solange das Pferd zieht, wird die Kutsche immer hinterher rennen. Sag mal, das ist doch das Design von Jean-Pierre, oder? Aber erst wenn die Pferde sagen, ah du, ich laufe ein bisschen langsamer und der Kutscher verpennt, dass er seinen Bock ein bisschen bremsen muss, ja, dann fängt die Kutsche an, irgendwelche Scheiße zu machen. Aber solange vorne was zieht, wird die Hinterachse immer hinterher rennen. Immer. Kommt auch der Arsch nicht rum, sollte zumindest. Ja, das ist Design von Jean-Pierre. Mal gucken, ob wir den Skyline gefährlich werden können. Im Echtleben sowieso nicht. Ich hätte mir echt gewünscht, dass die GP-Version hier auch ein bisschen mehr Leistung hat, aber eigentlich haben sie so viel nicht falsch gemacht. Ne, wenn du Leistung nicht verändern willst, dann nimm einfach Gewicht runter. Kilogramm pro PS, das ist die Zauberformel. Diese Formel muss stimmen. Und dann kommt als Ergebnis immer Fahrspaß bei raus. Immer. Ihr seht das auch schon, wenn ich ein bisschen zu sehr auf dem Gas stehe, dann zieht die Karre sofort gerade. Dann hast du ein Untersteuern drin. Es gibt auch so einen Begriff Power Steering. Das ist jetzt nicht Servolenkung, sondern dass wenn du Gas gibst, dass die Vorderachse so extrem durch die Gaseinflüsse beeinflusst wird. Oder die Gasstöße, die Gasannahme, das Vorantreiben der Kutsche beeinflusst wird, dass alles ein bisschen kompliziert wird. Also für die Rennstrecke ist es eigentlich nicht so das Wahre. Allrad ist okay, aber es ist immer besser, eine Vorderachse zu haben,
die komplett frei ist von Antriebseinflüssen. Jetzt haben wir es. Jetzt habe ich das Wort gefunden. Das ist der JP, oder? JP Performance, jawohl. Ah, da stand ein Wolf im Golf. So, die Tonnen werden heute abgeholt, deswegen gleich mal ein bisschen rausgestellt. Ja, der Audi-Fahrer guckt sich auch unser Design mal ganz genau an. Kann man doch lassen, oder? Und man sieht jetzt nicht allzu viel von den roten Felgen. Auf geht's. Ich habe übrigens auch für den Mini Cooper gestimmt. Weil ich dachte mir, auf den kleinen Bock habe ich mal richtig Laune. Auch wenn ich den dann in der nächsten Ausgabe mir mal extrem zur Brust nehme. Wer es vielleicht dann weiß, wir hatten ja... Oh, ein Ruf hier. Wir hatten ja diesen... Das Enkelkind von dem hier hatten wir ja auch schon in der Mache. Ist am Ende mit dem Kompressor rumgefahren. Gut, ist nichts für die Meile. Eigentlich alles, was ich aufbaue, ist nichts für die Meile. Ging aber so vom Fahrspaß her ganz gut ab. Und so ähnlich soll der Wagen hier auch abgehen. Gut, wir biegen mal ab, Leute. Vorsicht hinter mir. Wir sind angekommen. It's party time. Oder? Feiern wir jetzt? Oder geht's gleich los? Gleich mal gucken. Zeit haben wir heute noch jede Menge. Ich denke mal, wir werden heute sogar so zwei Rennen. Zwei, drei sogar. Müssen wir mal gucken. Willkommen bei der Hot Hatch Meisterschaft. In dieser Gruppe sehen wir immer gute Rennen, weil die kleineren Autos etwas bessere Chancen auf ein hinterhältiges Manöver in der letzten Kurve haben. Na los, dann such dir mal ein Rennen aus, um mit der Meisterschaft anzufangen. Ja, wisst ihr was? Fangen wir mal damit an. Was sind das? Ein Straßenrennen? Was sind die Rennen? Ja. Was ist das? Scramble. Ah, komm. Fahr mit einem Scramble an. Aber in Querfeld einrennen. Das wird schon lustig. So, nochmal gucken. Eine kleine Zwische haben wir. Felgen gehen da, oder? Könnten vielleicht ein Tacken heller sein. Das ist einfach Bremsstaub. Aber so, von der Optik her macht der schon was her, oder? Relativ dezent. Dass es mal wieder keine Bodykits gibt, braucht man eigentlich auch nicht. Der hat eigentlich alles dran, was man braucht. Der hat auch hinten so einen Cup-Diffuser. Und die Minis, die haben auch eine ganz treue Anhängerschaft, was Tuning angeht. Der fährt auch hier in der Gegend, fährt ein Mini rum mit über 300 PS. Ich habe mich mit dem Typen mal unterhalten. Und wenn der seinen Ofen anwirft, das hört sich so pervers an. Hat auch schön, der hat so eine GP-Version mit einer riesen Flügel drauf. Und das Ding, holla die Waldfee. Der hat gar nichts drin. Der hat zwei Recaro-Schalensitze drin und das war's. Der Rest ist nackig. Und das bequem ist auf Dauer, ist das andere. Aber zumindest, dem möchte ich nicht auf der Landstraße begegnen. Der macht, glaube ich, der sorgt für Stunk. Und das nicht zu knapp. Gut, die Felgen könnte ich echt ein bisschen heller machen. Vielleicht können wir in der morgigen Ausgabe noch ein bisschen nachfeilen. So minimal. Da müssen wir sowieso wieder in die Werkstatt. Da können wir da vielleicht noch ein bisschen die ein oder andere Sprühdose nochmal rausholen. Aber jetzt fahren wir erstmal ein Rennen und gucken, wie der Wagen überhaupt liegt im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hot Hatch. San Giovanni. Scramble. Das hört sich irgendwie an wie ein Crashcar-Rennen. Oh, ich bin ein Hyundai. Ich habe einen Turbo. Verpiss dich, Mann. Auf geht's. Wie gewohnt, am Anfang haben wir bitte Traktionsprobleme. Und auch, was dürfen wir nicht vergessen, richtig, wir machen Fotos. Machen wir wie immer. Was ist mit euch passiert dahin? Machen wir also von euch ein Foto, als Beweis, dass die Vögel nicht aus dem Arsch kommen hier. Meier. Zurück. So, vielleicht ein bisschen höher, dass wir auch alle drauf haben. Ah, Hyperraum, die Figuren hier. Was haben wir noch? Zwei. Ja, da fehlt noch fünf, dann haben wir schon 200 drin. Hätte ich nicht gedacht, ne? Am Anfang, oh, jedes Auto muss ich fotografieren. Leider zählen halt wie gewohnt, die Autos mit einem Horizon-Design sind eigene Autos in dem Spiel. Habe ich ganz leicht den Bremspunkt verpennt. Ah, so wie zum Thema Scramble, also wir haben ja doch ein bisschen Offroad drin. Komm, verkrümmel dich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das heißt, wir werden den Wagen... Okay. Was war das gerade? Wir werden den Wagen auf jeden Fall eine Etage wieder höher legen und noch ein bisschen weicher machen. Ansonsten macht das Ganze dann... Ach du Scheiße. Wenn es richtig querfeld eingeht, gar keinen Spaß mehr. Gut, aus dem Kurve rausbeschleunigen kannst du bereits jetzt schon vergessen. Aber... Wir wissen ja, was wir tun müssen.
in Horizon 2, um den Wagen fahrbar zu bekommen. Das Heck lenkt ja auch minimals wieder ein. Das darf er ja. Also wenn ich vom Gas gehe, mag ich ja auch, dass das Heck ein bisschen mitlenkt. Schon bereits zweite Runde jetzt, oder? Oh, da müssen wir bitte Zunder geben. Aber das sollte eigentlich machbar sein. Mittlerweile ist, glaube ich, die KI jetzt keine große Konkurrenz mehr für uns. Aber sag niemals nie, wir haben uns schon ganz knallharte Gefechte geliefert mit den KI-Kollegen. Die sind halt auch nicht auf jeder Strecke schnell. Aber doch halt auf einigen. So, die ganzen Mülleimer haben sie. Ja, da war ich ein bisschen zu eng. Hab die Kurve wieder zu eng genommen. Und dass wir hier bereits schon viel Schwung mit rausnehmen können. Man darf die Lenkung halt dann auch nicht aufmachen. Dann passiert genau das, was ihr gerade gesehen habt. Nämlich der Bock, der schießt geradeaus, so schnell kann es gar nicht gucken. Aus Fahrwerk funktioniert eigentlich. Hyundai ganz vorn. Na, Hyundai hat sich auch meiner Meinung nach richtig gut gemausert. Also ich würde mir jetzt persönlich kein Hyundai kaufen, aber ich denke mal so Preis-Leistung, wenn die Stimme mitmachen würde, sind die Wagen gar nicht mal so schlecht, wie man denkt. Die geben ja auch 5 Jahre Garantie auf ihre Böcke, kannst du eigentlich nichts falsch machen. Fährst du Wagen 5 Jahre danach haust du raus. Gut, Wertverfall und sowas ist das andere. Thema Werkstattkosten dürften nicht ohne sein. Das unterschätzt man ja meist. Man denkt sich, hey, ich kaufe ein billiges Auto, aber da, wo die Hersteller das meiste Geld verdienen, das ist nun mal die Werkstatt. Das sind die normalen Inspektionsintervalle, aber selbst da haben ja die Koreaner schon Angebote drin, dass du jahrelang überhaupt nichts zahlst und du zahlst eine Pauschale und da ist alles drin. Bis zu einem gewissen Maß. Also ich denke mal, alles kriegst du auch nicht geschenkt. Man kann nicht erwarten, dass du für 35 Euro im Monat in Ölwechsel im Wert von 130, 140 Euro geschenkt bekommst. So, wir sind durch. Erstes Rennen, erster Sieg. Mini läuft. Erster durchs Ziel. Das wird ja langsam zur Gewohnheit. Ja, kauft immer neue Sprüche, die werden nämlich auch langsam zur Gewohnheit. So, haben wir irgendwelche Leute drin, die mir vom Namen her was sagen? Leider nicht. Wie gewohnt, wenn du dich jetzt hier finden solltest, hau einfach mal dein Nickname in die Kommentare, damit meine ich jetzt nicht einfach so dein Nickname jetzt reinballern, sondern wenn du dich hier erkennst, ne, in der Übersicht, dann, weil so weiß ich wenigstens, wer du auf YouTube bist. Wir schauen auch dann später mal in den Club vorbei. Wir holen vom Geldautomaten ein bisschen Geld ab. Und wir werden jetzt mal die Hütte noch ein bisschen weicher machen, noch ein bisschen hochbocken. Weil sieht zwar geil aus, ne? Für die Fotos und so kann man den dann runterschrauben. Aber, der Tuk-Tuk-Gamer. Schöner Name. Aber so zum Fahren ist das ein bisschen ungeeignet. Und wir haben viel Offroad heute vor uns. 198 Podiumsplätze. Ja, da können wir ja fast was feiern hier. So, ihr Rang ist 5, ihre Position. Wir schauen mal bei den Tomahawks vorbei. Wie schaut's da aus? Weltranglistenplatz 76. Ja, vielen, vielen Dank. Und eine Schnapszahl, ich muss einen ausgeben. 444 Mitglieder. Wollen wir nochmal schauen, wer hier am... Gibt's Platz 1? Ja. Fufu won. Die Fufu ist ganz weit vorn mit fast 2 Millionen EP. Auf Rang 2 gibt's auch nochmal 3 Kollegen. Pegasus Boss, Tron Kaiser, The Beast, würde ich mal sagen, heißt das Ganze. Ich bin auf Rang 5 abgerutscht. Ich muss ein bisschen Gas geben, aber ihr seht's, wir haben es fast geschafft, dass ich wieder in der 4 rumeiere. Da war ich eigentlich die ganze Zeit schon zu Hause. So, wir gehen mal zurück. Wir hatten Marktplatz. Hatten wir hier Marktplatz? Nein. Wo war denn das? Ja, wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Mal kicken. Nein. Social. Hier ist es. Glückwunsch, ihr Drivatar. Forza Belohnungen. Nachrichtenzentrale. Wir gehen ja mal rein, weil ihr dürft Geschenke geben. Geschenktes Geld. So, es werden viele sagen, alter Finne, 2,1 Millionen, einfach mal so raus. Das muss ich nicht abholen, oder? Ne, das kann ich löschen hier. Ist ganz schön viel Geld, ne? Ist ganz schön viel Asche. Wo hast denn die ganze Kohle her? Das ist ganz einfach. Das ist, wer ist denn da gegangen? Kann ich das sehen? Lächeln, Hut, warum bist denn du raus? Kein Bock mehr auf uns, oder wie? Nee, Quatsch, kann jeder kommen und gehen, wie er lustig ist. Das ist Forza Hub, Freunde der Sonne. Das ist Forza Hub. Da kriegst du, wenn du viel ein Spiel spielst, also Forza allgemein, dann bekommst du Geld geschenkt. Ne? Ich habe sogar noch einen Bonus in Horizon 1 bekommen. Wo bin ich jetzt hingegangen? Das war die falsche Kachel, würde ich mal sagen.
ganz schnell wieder raus. Hey, wie läuft's denn so? Ja, läuft super. Ich verklick mich die ganze Zeit. Autotune. Wir legen den Wagen einfach, wir machen nochmal hier alles bitte weicher. Stabil weicher. Hinten mache ich mal extrem weich, weil das Heck hat mir doch ein bisschen zu sehr mitgelenkt. Vorn weicher, hinten weicher. Okay. Und hochbocken. Machen wir auf 13 und 13,5. Das ist okay. Hier machen wir den Wagen auch nochmal weicher um 5 Ticks. Das ist dann eine 6er. Und das ist eine 5er. Da machen wir auf 4,8 runter. Und das sollte eigentlich schon ausreichen, damit wir jetzt beim nächsten Rennen ein bisschen schöner dastehen. Werden wir gleich sehen. Anna? Anna? Das sah gerade auch im Spiel aus wie ein Cabrio, ob da Sorge sind. Anna? Oh, das Vibe. Anna? Autotor fortsetzen. Ja, ich weiß, okay. Es ist die Pause, die ich nicht mache. Ne? Zur nächsten Meisterschaftsveranstaltung wird berechnet. Nach links abbiegen. Uiuiui. Gut, das Power Steering, das kriegt man aus dem Wagen nicht raus. Das Heck ist aber dafür ein bisschen stabiler geworden. So vom reinen Empfinden her. Na, schau mal einfach mal. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Street Race. Cooper Works. Ja, die Frontlippe. Hm. Frage ich mich bis heute noch, wie kriegt denn das Ding, wie kann man da einen Winkel? Doch, das kann man. Kann man da einen Winkel einstellen? Da muss ja der. Der muss ja mehr nach unten zeigen, um mehr Anpressdruck zu erzeugen. Ist mir ein bisschen wie ein Rätsel. Also wer da Ahnung hat von so einem Frontspoiler, wie so ein Frontsplitter funktioniert, wie man da einen Anpressdruck bestimmen kann, dann haut das mal in die Kommentare. Das würde mich selber mal interessieren. Heckflügel ist klar. Aber wie funktioniert ein Frontsplitter? Weil sonst haben wir hier nicht drunter. Der Kollege hat das Auto gewechselt. Wir fahren das Renault Clio. Uiuiui. Gut, jetzt gondeln wir wieder mal ein bisschen mehr hier rum. Okay, Street Race heißt auf gut Deutsch, hier fahren andere Leute mit. Müssen wir aufpassen. Ist aber kein Problem, nehmen wir halt eine Kurve ein bisschen enger als wie gewohnt. Honda Civic mit Carbonhaube. Tom Thompson Design for the win. Geht doch. Er bremst, verliert. Ein bisschen irre von der Kuppe rauszuziehen. Aber irre ist hier normal auf dem Kanal. Ach du liebes Heimatland. Da wäre ein Blick auf der Minimap richtig gut gewesen. Habe ich mir jetzt aktuell gespart. Ich glaube, die Strecke sind wir da. Sind wir die nicht im Bochum-Finale gefahren? In unserem Astra? Das ist ein heißes Rennen. Ich glaube, hier kommen dann gleich ein paar Serpentinen oder sowas. Die Strecke ist auf jeden Fall 3 Meter länger. Oh, oh, oh. Ja, da haben wir, glaube ich, jetzt. War das jetzt unfair? Ja, die hätten ja auch bremsen können. Ohne dass sie den Kollegen reinfahren. Gut, der Arsch lenkt mir immer noch zu sehr mit. Ich glaube sogar, das ist ein bisschen schlimmer geworden, indem ich den hinten weicher gemacht habe. Jetzt gondelt er mit. Da seht ihr mal, ne, so richtiges. Ich bin ja kein Profi, was das Ganze angeht. Ich mache im Prinzip auch was. Learning by doing. Das heißt, ich stelle was ein. Wenn es mir gefällt, dann gehe ich vielleicht einen Tacken weiter in die Richtung. Und wenn es dann wieder schlechter wird, dann gehe ich wieder zurück. Aber dadurch, dass man jetzt hier alles, was ich, so ein 3-Minuten-Setup, das ist wie so eine 5-Minuten-Tarine. Da kannst du auch nicht erwarten, dass da gescheites Essen bei rumkommt. Das ist einfach so, ja, ist okay, füllt den Magen. Aber satt und Geschmack darfst du da nicht erwarten. Und bei so einem 5-Minuten-Setup ist es im Prinzip genau dasselbe. Ne? Geht. Aber in Top-Handling darfst du da auch nicht erwarten. Wenn, dann ist es wirklich Zufall. Bei der Mini, allgemein die kleinen Rennbüchsen, die haben halt so einen kleinen Radstand. Dass es auch sehr kompliziert ist. Die sind ja sehr, sehr giftig. Die sind quirlig. Die kannst du links, rechts schmeißen. Das brauchen die Wagen auch. Die sind nichts für lange Strecken. Kann man zwar. Du kannst ja mit Mini in Urlaub fahren. Das geht alles. Zweites Rennen, zweiter Sieg. Aber... Diese mehr für die Landstraße gemacht.
Du musst dranbleiben, wenn du der Horizon Champion werden willst. Ja, aber apropos dranbleiben, ich mache jetzt hier an der Stelle mal einen kleinen Cut. Ich hoffe, diese Folge hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann bleibt doch einfach dran, weil bald kommt das nächste Video. Oder schalte einfach auf ein anderes Video mal vorbei. Gibt ja genug zum Glotzen. Auf jeden Fall, ich bin erstmal raus und sage, ja, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Euer Tom.